müsstest es nicht glauben, ich habe gerade ein Auto mit Schweizer Kennzeichen gesehen. Hier in Eisenach. Nee. Doch. Wirklich? Erwartest du Besuch? Nee, du? Nee. Das war aber nicht Anke, oder? Ich habe keine Ahnung, ich kenne sie nur von Fotos. Ja, nee, die ist eigentlich auch mit Ben bei ihren Eltern. Ja, wäre auch völlig absurd, wenn sie plötzlich hier vor der Tür stehen würde, oder? Mhm. Ja. Oh. Mesdames, darf ich Sie für ein bisschen frisches Gebäck interessieren? Sorry, ich bin schon wieder spät dran. Paul und Rosalie sind sogar schon los. Ja, und ich muss auch in die Klinik. Ihr müsst vielleicht einfach mal ein bisschen früher aus den Federn kommen. Es sind Croissants. Na gut. Mädels, ich koche heute Abend. Nicht vergessen, ja? Wir haben was zu besprechen. Oh, also heute Abend passt eigentlich gar nicht gut, weil ich bin schon mit einer Freundin so halb verabredet. Ich kann auch nicht. In der Schule ist Theaterprojekt, da wollte ich mit Paul hin. Aha, aber ich hatte das angekündigt. Ja, sorry, Mama, aber wir können echt nicht jeden Abend hier abhängen. Nicht klar. Sorry. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielleicht fällt's gar nicht auf, dass du nach Tübingen gehst. Na, wahrscheinlich nicht. Aber warte ab, bis sie den neuen Haushaltsplan sehen. Sag mal, hat Anke sich bei dir gemeldet? Nee. Wieso? Anne so. Croissant? Guck mal, ob der Papa noch da ist. Hm? Okay. Nabelklemmer. Papa ist wohl schon los. Dann wollen wir dich mal von diesem blöden Ding befreien. Patientin wartet schon. Wo ist noch ein Arzt? Er hat angerufen, weil... Weil er sich verspätet, ja. Was? Der hat sich verspätet? Shit. Guten Morgen. Der Kleister braucht Ihre Hilfe. Eine Schnittwunde. Was? Das soll sie Ihnen lieber selber sagen. Ich habe mich geschnitten, als ich versucht habe, die Nabelklemme zu lösen. Okay, jetzt müssen wir uns sofort anschauen. Ich assistiere Ihnen. Ich habe verschlafen. Aha. Ja, ich habe geträumt und da habe ich wohl den Wecker ausgeschaltet. Geträumt? Ja, das ist eine mentale Aktivität während des Schlafs, Frau Kollegin. Was haben Sie denn geträumt? Das möchten Sie gerne wissen. Mhm. Aber ich sag's Ihnen nicht. Eine Frage, wieso haben Sie denn die Nabelklemme selber entfernt und nicht die Hebamme gefragt? Ich habe leider keine gefunden. Wenn man nur eine Chance auf eine Wochenbettbetreuung haben will, muss man sich irre früh anmelden. Ja, das kenne ich leider zu gut. Trotzdem, eine Schere ist keine gute Idee. Habe ich gemerkt. Danke, Herr Kirchner. Gerne. Danke. Wann haben Sie denn entbunden? Vor 3 Tagen. Aber ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt und dann bin ich schon nach Hause. Okay. Vorher waren Sie allerdings ein bisschen wackelig auf den Beinen. Ist denn sonst alles in Ordnung? Seit gestern Abend bin ich irgendwie schlapp, mir ist übel und schwindelig. Wieso rufen Sie denn nicht an? Ich wäre zu Ihnen gekommen. Das machen Hausärzte. Ja, es geht schon. Ich muss zu Hause ja auch irgendwie klarkommen. Weil meine arbeitet viel und macht jetzt noch Überstunden. Kommt eine Menge auf uns zu. Kaffee. Ja, und an Ben. Okay, und hat das auch mit mir zu tun?
Ja, ich vermisse ihn. Er gehört auch zu mir. Ja, das weiß ich doch. Du musst ihn endlich kennenlernen. Ja, das will ich doch auch, Mensch. Ich freue mich darauf. Was denkst denn du? Ich denke, es ist das Beste, wenn du erstmal mit Anke alles besprichst, also ihr zwei unter euch. Ja, ja, das muss ich machen, wenn wir zurück sind. Also, der Blutdruck ist soweit auch in Ordnung. Das Abtasten des Abdomens hat auch nichts ergeben. Ich vermute, Sie haben einfach einen Magen-Darm-Infekt. Okay, ist das ein Problem beim Stillen? Nein, eigentlich nicht. Sie müssen natürlich auf die Hygiene aufpassen, aber ansonsten sollte alles in Ordnung sein. Ich hätte ganz gerne, dass Sie sich mit Frau Ewald noch in Verbindung setzen. Warum? Naja, sie ist Ihre Gynäkologin. Ich möchte einfach ausschließen, dass es nichts mit der Geburt zu tun hatte. Außerdem, wer weiß, vielleicht hat sie eine gute Idee, was ihre Wochenbettbetreuungssituation angeht. Darf ich das als Erinnerung mitnehmen? Natürlich, bitte. Ich werde Ihnen auch noch ein Medikament verschreiben, was sich ganz gut mit dem Stillen verträgt. Trotzdem, wenn Sie Beschwerden oder Fieber haben, dann melden Sie sich bitte sofort, ja? Ja, klar. Danke, Dr. Kleister. Gern geschehen. Vielleicht kann Frau Ewald Sie ja gleich reinschieben. Ach, ist gar nicht nötig. Vielen Dank. Also, auf Wiedersehen. Haben Sie besprochen, ja? Ja, ist ja nur wegen der Übelkeit. Frau Furtländer, ist alles in Ordnung? Ja, kleines Missgeschick. Ansonsten fühle ich mich einfach nur ein bisschen unwohl. Magen-Darm, meint Dr. Kleist. Na, das kann man ja brauchen, im Wochenbett. Mhm. Aber herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Danke. Das ist er. Ja, das ist Tom. Darf ich mal? Na klar. Ist der süß. Läuft denn alles gut? Trinkt er gut? Geht so. Und Ihr Mann, wo ist der? Der muss arbeiten. Stimmt was nicht? Nein. Einen Moment. Frau Dr. Thelen, das ist meine Kollegin. Frau Dr. Thelen? Hallo. Frau Dr. Thelen, das ist Tom. Würden Sie ihn einen Moment halten? Dann können wir uns nämlich in Ruhe unterhalten. Natürlich. Hallo, Tom. Sie passt gut auf ihn auf. Kommen Sie bitte mit in mein Zimmer, ja? Nora? Niedlich, oder? Ist was mit ihm? Nee, es ist nur ein bisschen ungewohnt. Das Baby? Ja, natürlich nicht. Ich bin Kinderradiologe. Was irritiert Sie denn? Ist Ihnen gerade etwa das erste Mal aufgefallen, dass ich eine Frau bin? Jetzt werden Sie mal nicht albern, Frau Thelen. Du bist unruhig und vor lauter Müdigkeit bin ich ganz durcheinander. Und jetzt kommt auch noch diese Übelkeit dazu. Was haben Sie gestern gegessen? Zwei Joghurts. Mehr habe ich nicht runtergekriegt. Das geht so nicht. Sie müssten jetzt eigentlich im Bett liegen und sich ausruhen. Und ab und zu mal Ihr Baby stillen. Sie schlafen nicht genug, Sie essen nicht genug. Das allein kann Ihre Symptome schon auslösen. Aber wie kann ich das denn ändern? Vielleicht sprechen Sie mal mit Ihrem Mann. Ohne Hebamme brauchen Sie seine Unterstützung. Mein Mann will Tom nicht mal auf den Arm nehmen. Und wenn, dann hält er ihn so komisch. Das ist schrecklich. Er lässt mich eigentlich mit allem alleine. Er war ja auch bei keinem der Untersuchungstermine während der Schwangerschaft dabei. Warum nicht? Ich habe einen Fehler gemacht. Wir waren so verliebt, wir haben sofort geheiratet. Wir konnten gar nicht anders. Aber das war ein Fehler. Nein, ich liebe ihn. Armin ist ein ganz wunderbarer Mann. Und deswegen wollte ich auch sofort den nächsten Schritt machen. Ich wollte ein Kind mit ihm. Als ich ihn darauf angesprochen habe, da hat er gesagt, wir sollten uns noch ein bisschen Zeit lassen, weil es gerade so schön ist. Und abends weggehen und am Wochenende ausschlafen. Ja. Aber da war es schon zu spät. Ich war schon schwach. Und jetzt nimmt er seinen Sohn nicht an. Ich habe gedacht, wenn Tom erst mal da ist, dann kann er gar nicht anders. Aber er ist stur. Wenn Sie was
versuchen, sich in ihn hineinzuversetzen, dann... dann könnte es sein, dass er diese Situation als Vertrauensbruch empfindet, oder? Aber wenn er mich liebt, dann... dann kann es doch nicht so schwer sein, mir zu verzeihen. Hm. Frau Vogtländer, ich nehme Ihnen jetzt Blut ab und dann machen wir ein kleines Labor, nur um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist, ja? Und dann kümmere ich mich um eine Hebamme für Sie. Dr. Kleist hat recht, Sie brauchen Unterstützung. Okay. Sie hätten gleich zu mir kommen sollen. Ja, ich bin jetzt schon da. Hallo. Hey. Was macht ihr denn hier? Hi. Bibi, was ist denn? Ich dachte, wir kommen. Hey, Mensch. Du musst Ben sein. Freut mich, dass wir uns endlich kennenlernen. Ich bin Urs. Hallo. Hi. Ich schaue einfach in die Küche, ja? Ich wusste überhaupt nicht, dass ihr hier seid. Ich wollte auch eigentlich nur mit Ben hier seine Familie besuchen. Ich wusste nicht, dass du da bist. Tut mir leid. Ja, Christian ist nicht hier. Keiner ist hier. Wir fahren dann mal wieder, ne? Nee, Anke. Hi. Hey. Na? Das ist ja eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ja, dasselbe hat dein Sohn auch gerade gesagt. Warum kommt ihr nicht rein? Ja, komm rein. Christian, sollen wir dir nicht vielleicht beim Kochen helfen? Ach, das ist ganz lieb, aber komm schon alleine, klar. Hä, wir können doch auch kochen. Was willst du machen? Königsberger Klopse. Ey, das können wir nach dem Rezept deiner Mutter machen. Komm, okay. Wir machen das. Okay. Gut. Ja, dann ich deck schon mal den Tisch. Ja, und ich guck im Keller nach rein. Was Interessantes in der Welt. Naja, so dies und das. Das ist schon irgendwie verwirrend. Also, dass die zwei da drüben jetzt... Also, sie sind ein verdammt gutes Team. Das muss man ihnen lassen. Sie kennen sich ja auch schon ein paar Jahre. Da bleibt es nicht aus, dass man sich versteht. Ich hoffe nur, dass das dann bei Pivi und mir auch irgendwann so sein wird. Das hoffe ich auch. Aber ich denke, das wird die Zeit zeigen. Ja. Das ist das. Frau Ewald, gut, dass ich Sie noch antreffe. Ja, es fehlten noch ein paar Sachen für die Kassenabrechnung. Ich wollte Ihnen gratulieren. Ja, dass Sie die Chance nutzen, in Tübingen noch mal wissenschaftlich zu arbeiten und das mit Aussicht auf einen Doktortitel. Ich danke Ihnen. Wirklich. Von Herzen auch dafür, dass Sie den Kontakt zu Professor Matuschek hergestellt haben. Die Entscheidung ist mir ja nicht ganz leicht gefallen, aber... Hättest du eine Alternative gegeben? Wenn Sie Kinder hätten, dann würden Ihre Lebensentscheidungen auch deutlich komplizierter ausfallen. Ja, machen Sie sich mal nicht so viele Gedanken, Frau Ewald. Ja, objektiv betrachtet wäre jede andere Entscheidung absurd gewesen. Ja, danke für diese Einschätzung. Einen schönen Abend noch. Frau Dillen. Tschüss, Frau Ewald. Also Sie haben ja wirklich eine ganz unnachahmliche Art, mit Frauen umzugehen. Danke. Angriff, und Angriff! Schuss! Du hast... Schuss! Nein! Oh, klasse Schuss! Eiskalt versenkt! Das Essen ist fertig. Muss ich jetzt? Okay. So. Wie geht's dir? Ja! 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 Gewonnen! Keine Chance!
Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, den Mann zu treffen, der mir alles genommen hat. Einfach alles. Das war der Sieg. Der war unheilbar. Das war der Sieg. Ich kann dich verstehen. Oh, ein Superschuss, eiskalt versenkt. Aber es geht nicht um Schuld, Anke. Ja, du hast recht. Es geht nicht um Schuld. Aber es tut verdammt weh, Christian. Ja, gewonnen! Und jetzt spielen sie da mit Ben, als sei es völlig selbstverständlich. Ihr müsst trotzdem einen Weg finden, wie ihr alle zusammen damit klarkommt. Gerade Ben zu lieben. Ich werde mir Mühe geben. Mehr kann ich gerade nicht versprechen. Oh, wo ist er? Tada! Hey. Ich bin wieder da, Schatz. Brauchst du was? Ein Tee wäre nicht schlecht. Kommt sofort. Willst du Tom nicht Hallo sagen? Na, ich muss erst aus dem Kernzug raus. Ich wollte nicht nochmal extra in die Firma fahren. Jetzt ist doch der Dreck eh schon drin. Ja, tut mir leid. Ich wollte nicht noch später kommen. Ich will ihn nicht wecken. Ich war heute bei Dr. Kleist. Er hat mich geschnitten. Ist alles wieder gut? Musste genäht werden. 5 Stiche. Ich wollte die Nabelklemme lösen. Tut's noch weh? Siebt ein bisschen. Und dann war ich bei Frau Ewald. Sie hat gesagt, ich muss mich im Wochenbett noch ein bisschen mehr schonen. Ich bin so müde. Mir ist so schlecht. Wahrscheinlich Magen-Darm-Infekt. Brauchst du noch was? Ich brauch dich, Armin. Ich fühle mich so allein. Ich tu, was ich kann, Marlene. Für mich heißt es Arbeiten und Überstunden. Die Zukunft wird teuer. Wir haben kein Geldproblem. Du willst nur nicht hier sein bei uns. Und ich weiß nicht, was ich tun kann, damit es wieder gut wird. Wo ist denn Ben? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ben, Urs, Essen. Hey, so, noch einmal scharf links, Vollbremsung, wir haben es geschafft. Hände sind auch schon gewaschen und wir haben einen riesen Kohldampf. Ben, du sitzt hier bei Papa und mir. Das ist überhaupt kein Problem, wir kommen schon klar. Danke, Urs. Ben, du sitzt hier, komm bitte. Ja, dann gehen wir schnell zu deiner Mama. Wir spielen später weiter. Tut mir leid, wir fahren direkt nach dem Essen. So, schade. So, dann greif zu. Also, ich muss ja schon sagen, Urs und dich mit Ben spielen zu sehen, das war echt schön. Aber das hat Anke schon ein bisschen verletzt. Ich weiß einfach nicht, wie das in Zukunft laufen soll. Wenn Anke das einfach nicht aushält, dass Urs ein Teil von Bens Leben wird. Verstehst du das nicht? Ihr seid total selbstverständlich miteinander umgegangen. Ich meine, es ist doch klar, dass sie das überfordert. Soll ich mich bei ihr entschuldigen? Darum geht's doch nicht. Ihre ganze Welt ist über ihren Kopf zusammengebrochen. Das ist doch der Punkt. Ich weiß nicht. Ich habe einfach nur Panik. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gib ihr Zeit. Zeige ihr, dass du ihre Gefühle ernst nimmst. Irgendwann wird sie es verstehen und dann werdet ihr alle drei einen gemeinsamen Weg finden. Ja, hoffentlich. Danke, dass du die Spülmaschine noch einräumst. Herr Thielen. Herr von Hatzfeld.
Was machen Sie denn noch hier? Ich musste nur noch ein paar Laborergebnisse überprüfen. Okay. Wollten Sie gerade zu mir? Nein, ich hatte Sie nur gehört und da habe ich mir schon gedacht, dass Sie mal wieder versuchen, als Letzter die Praxis zu verlassen. Das nennt man noch Arbeit. Ach, Quatsch. Sie sind doch nur immer so lange hier, weil Sie kein Zuhause haben. Auf Sie wartet doch auch kein Mensch. Schatz, komm, wir wollen los. Ja, was machst du denn da? Ein Puzzle ist das. Da fehlt noch so ein Ding. Mhm. Wir finden das auf jeden Fall. Weißt du, wo das hingehört? Ich weiß überhaupt nicht, wo dieses Teil hingehört. Was machen wir hiermit? Schwierig, schwierig. Da sind schon zwei. Ja, da sind schon zwei. Vielleicht dann nicht, wer weiß? Hm? Nein. Nein? Wir machen teils mehr. Okay, das ist auch, das ist gut. Das machen wir vielleicht. Hm? Oh nein! Wie sieht das denn jetzt aus? Hilfe! Kurz reden? Ja. Ich wollte einfach nur sagen, dass es mir leid tut. Also, ich wollte auf jeden Fall nicht deine Gefühle verletzen. Als du dich an meinen Mann rangemacht hast, hattest du auch kein Problem damit. Okay, das ist jetzt nicht fair. Das Gefühl habe ich auch. Entschuldige. Das war blöd von mir. Ich bin eigentlich schon weiter. Ich versuche, Peewee zu verstehen und ich weiß, dass er nichts dafür konnte. Mir tut's ja auch leid. Ich wollte Peewee einfach nur zeigen, dass ich seinen Sohn annehme. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Ja, das war auch nett von dir. Aber an einen zweiten Vater für Ben muss ich mich einfach noch gewöhnen. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir uns erstmal ohne Ben kennengelernt hätten, ha? Ja, vielleicht. Aber Christian und Peewee wollten ja unbedingt, dass ich bleibe. Ja, so sind die Gleis eben. Familienprobleme müssen immer sofort angegangen werden. Anders halten sie es nicht aus. Ja. Na? Ist in Ordnung? Ich war einfach eifersüchtig. Du bist die Mama von Ben. Musstest du immer bleiben. Dich hat er eh schon ins Herz geschlossen. Das stimmt.
Guten Morgen. Das war wirklich schön. Und jetzt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Fühlt sich jedenfalls ganz gut an. Gott, wie spät ist es? Oh nein. Stören wir? Nein, überhaupt nicht, kommt dazu. Ich erzähle nämlich gerade, dass ich eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Tübingen angenommen habe und dass ich dort sehr wahrscheinlich auch meine Promotion machen werde. Sehr cool. Ich freue mich für dich, Mama. Dann bist du doch noch eine richtige Frau Doktor. Nee, der Titel ist mir ja eigentlich, also nicht wirklich egal, aber vor allen Dingen freue ich mich, dass ich wieder wissenschaftlich arbeiten werde. Gratulation, Mama. Ich bin stolz auf dich. Aber wo ist jetzt das Problem an der ganzen Sache? Das Problem ist, dass ich 4 Tage in der Woche, also von Montag bis Donnerstag, in Tübingen sein werde. Also wir kommen klar, Tanja. Wen hast du mit dem Problem? Er hat sich mit ihr schon geeinigt. Die Frage ist, ob du den Haushaltsplan kennst. Vielleicht denkst du noch mal drüber nach, ob das so eine gute Idee ist. Wenn ihr Hilfe braucht, kann ich auch was übernehmen. Ist doch klar, oder? Oh, süß von dir. Aber wir schaffen das schon. Oh, ihr müsst in die Schule, ne? Oh, ja. Tschüss. Tschüss. Und was grinst du so? Tja, ich... Also, Miriam kommt heute zum Nachsorgetermin in die Klinik. Ah. Ja. Ist sie aus der Reha zurück? Ja. Und ich sehe sie zum ersten Mal wieder. Da Sie ja bald nach Tübingen gehen, müssten wir mal über die Übergabe an Ihre Vertretung sprechen. Ja, also ich habe schon eine Kollegin angeschrieben, aber noch keine Rückmeldung bekommen. Wissen Sie vielleicht, wann es sein wird? Ich hake noch mal nach, sonst muss ich weitersuchen. Ich könnte ja vielleicht in der Zwischenzeit eine Liste anfertigen mit Patientinnen, die Sie weiterhin freitags in der Sprechstunde betreuen könnten. Das wäre super. Haben Sie schon an eine Schilddrüsenunterfunktion gedacht, Frau Kollegin? Allerdings. Die Ergebnisse kommen heute, Herr von Hatzfelder. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ja, dann mal an die Arbeit, was? Ja, jetzt, wo Sie nicht verschlafen haben, ist das ein guter Plan von Hatzfeld. Da stimmt doch was nicht. Der Kaffee ist kalt. Entschuldigen Sie, aber ich habe hier einen Anruf von Frau Vogtländer. Sie hat höllische Kopfschmerzen und sie kann nicht mehr richtig sehen. Ich fahre. Okay. Also der Blutdruck ist nur leicht erhöht. Wie geht's gerade mit dem Gucken? Irgendwie komisch, aber ich glaube, es ist gerade okay. Die Kopfschmerzen sind schlimm? Ja, heftig. Ihre Sehstörungen könnten damit zusammenhängen. Hat sich sonst irgendwas verändert? Haben Sie Bauchschmerzen? Nee, das nicht. Ich bin einfach nur wahnsinnig müde.
Haben Sie wieder wenig geschlafen? Ja, ich hab nur so gedämmert. Und Ihr Mann? Der hat wieder drüben im Wohnzimmer geschlafen. Haben Sie genug gegessen? Geht so. Ich habe irgendwie keinen Appetit. Ich habe aber ganz viel getrunken. Und wie geht's ihr? Frau Vogtländer, Ihr Zustand gefällt mir überhaupt nicht. Ich werde jetzt noch mal Blut abnehmen, nur damit wir sicher sind, dass wir nichts übersehen haben. Aber die Situation hier zu Hause, die muss sich ändern. Was meinen Sie? Ihre Frau braucht Ruhe und Schlaf. Können Sie jetzt hier bleiben? Ja, mein Chef weiß Bescheid. Und Sie kümmern sich? Weil eine Haushaltshilfe habe ich angefragt. Ich bin da. Gut. Nehmen wir jetzt mal Blut ab. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Als ich heute früh gegangen bin, da wusste ich nicht, wie schlecht es ihr geht. Mhm. Herr Vogtländer, ich weiß noch nicht, was Ihrer Frau gesundheitlich fehlt, aber dass sie hier Unterstützung vermisst, das ist offensichtlich. Wie? Ihre Frau fühlt sich allein mit dem Baby. Sehr allein. Ich wollte nicht Vater werden, das ist Ihr Kind. Genau, das meine ich. Die gesundheitlichen Probleme Ihrer Frau könnten seelische Ursachen haben. An meiner Liebe zu ihr, da hat sich nichts verändert. Dann seien Sie für sie da, helfen Sie ihr. Ja, ich will es versuchen. Versuchen reicht nicht. Sollte sich am Zustand Ihrer Frau was verändern, rufen Sie mich an. Haben Sie mich verstanden? Ja. Hab ich. Miriam? Hallo, Michael. Ja, wir haben einen Termin. Ich habe hier deine Laborergebnisse. Wie war die Reha? Wie geht's Finn? Die Reha hat sehr gut getan. Uns, Finn und mir. Wir konnten endlich wieder einfach zusammen sein. Ja, das war eine schwierige Zeit für ihn. Seit wann seid ihr wieder in der Stadt? Erst seit 2 Tagen. Und gestern war ich dann gleich zum Nachsorgetermin zur Blutabnahme wieder hier. Ja, und ich habe die Ergebnisse. Wieso hast du dich nicht gleich gemeldet? Ich wusste nicht, ob du das willst. Wieso sollte ich das nicht wollen? Wir haben uns unter sehr dramatischen Umständen kennengelernt. Ich meine nur, sowas kann auch einen Einfluss haben. Ach so. Deshalb die knappen Textnachrichten aus der Reha, ja? Ja, ich kann dich beruhigen. Deine Werte entwickeln sich wirklich sehr gut. Besonders der Granulozytenwert ist sehr erfreulich. Das ist sehr erleichternd. Nach der Stammzellentransplantation muss ich aber dein Immunsystem immer noch stabilisieren. Du bist also weiterhin anfällig für Infektionen und musst dementsprechend vorsichtig sein, ja? Ich weiß. Die Ärzte in Berlin haben mich aufgeklärt. Ja, ich wollte das auch nur noch mal betonen. Das betrifft ja auch deinen Umgang mit Finn, der ab jetzt durch Schule und Hort auch wieder ständig Erregern ausgesetzt ist. Ich pass auf, versprochen. Danke, Michael. Miriam. Ich möchte dich gerne wiedersehen. Mein nächster Termin ist in 2 Wochen. Das dauert mir zu lang. Darf ich dich anrufen? Ja. Okay. Also auf diesen Vater bin ich richtig sauer. Ich verstehe das auch nicht. Sieht so aus, als ob er seine Frau eigentlich liebt und unter der Situation selber leidet. Vielleicht braucht er ein bisschen Zeit. Seine Frau ist am Limit. Ich besuche die heute Abend nochmal und wenn das so weitergeht, dann verschreibe ich eine Haushaltshilfe. Okay. Haben Sie denn schon einen Verdacht? Ihre Symptome und vor allem Ihr Zustand. Also, ich weiß es nicht, aber sie wäre eine Kandidatin für Help. Für Help? Aber die hat doch gar keine Präeklampsie. Und
Und der Blutdruck war auch normal, hast du gesagt. Fehlende Symptome sind für Help kein Ausschlusskriterium. Ja, aber da musst du sofort ein entsprechendes Labor fahren lassen. Stimmt. Gut, wiederhören. Nora? Schicken Sie mir bitte Frau Jentsch in 5 Minuten ins MRT, ja? Mach ich. Timo, Ihre Weste. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich bin, glaube ich, schon einen halben Tag rum. Was ist bloß mit mir los, Leute? Ja. Das wurde aber auch Zeit. Also das ist ja peinlich, Herr von Hatzfeld. Wie konnte das denn passieren? Ich bin ebenso verblüfft wie Sie, Frau Thielen. Vielleicht sollten wir das nochmal wiederholen. Unbedingt. Er soll sich doch schonen. Er ist gerade erst wieder eingeschlafen. Ja, ich hab's gehört. Er trinkt schlecht. Weil du verspannt bist, das ist doch klar. Danke für den Tipp. Oh. Geht's dir schlechter? Bleibst du jetzt? Ja. Also ich gehe noch ganz kurz was einkaufen. Weißt du, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Wir hätten zusammen über unser Baby entscheiden müssen. Ich habe mir einfach nur gedacht, das ist wie im Film, dass ich dich überrasche und du freust dich einfach. Bitte nicht schon wieder. Schau ihn dir an. Das ist dein Sohn. Ich kann doch nicht einfach so tun, als wäre alles in Ordnung. Verstehst du das denn nicht? Weil mein Plan dann aufgehen würde? Nein! Ja. Das heißt, du bist einfach nur sauer. Aus gutem Grund, oder? Ich beeile mich. Und? Noch nichts, es klingelt. Was denn? Die Laborwerte von Frau Vogtländer. Die gesamte laborchemische Trias. Haptoglobin ist erniedrigt, aber Billy erhöht. Und dann die Leberwerte. OT, PT, LDH. Was? Das ist ja erhöht wie bei einem Parenchymschaden. Und im Blutbild Thrombozytopenie. Das ist eindeutig Help. Aber dann muss sie sofort in die Klinik. Die kann ja zusammenbrechen. Sie geht nicht ans Telefon. Was? Wir fahren dahin. Na, Herr Kirchner, Notfallkoffer. Aber schnell. Wollte Ihr Mann nicht bei ihr sein? Ja. Sie versuchen, den Mann mobil zu erreichen und schicken einen RTW an die Adresse. Hey, ich bin so schnell gelaufen, wie ich konnte. Ich war nur kurz einkaufen. Was ist los? Herr Vogtländer, bitte. Puls gut tastbar. Bitte nehmen Sie Ihr Baby und warten Sie draußen auf den Krankenwagen. Siehst du den Blutdruck? Ich lege Ihren Zugang, ja? Wird alles gut. Bitte, wir kümmern uns um Ihre Frau.
Zustand unverändert. Im Ultraschall deutliche Hepatomegalie. Thrombus weiter niedrig, aber noch keine Blutung. Also weiterhin kritisch. Ja, aber das Einzige, was neben der symptomatischen Behandlung hilft, ist eine stabile seelische Umgebung. Tyler ist mit dem Ehemann auf dem Weg hierher. Ich hoffe, er kann sie emotional stützen. Okay. Ich verstehe das alles nicht. Was ist mit meiner Frau passiert? Ihre Frau leidet am Help-Syndrom. Also im Englischen Help für Hilfe? Ja, aber mit zwei L. H-E-L-L-P. Das sind die Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe für die typischen Symptome. H steht für Hämolyse, E und L für erhöhte Leberwerte und L und P für eine Verringerung der Anzahl der Blutplättchen. Kurz gefasst, durch biochemische Prozesse kommt es zu einem Blutzerfall. Und warum? Das weiß man noch nicht genau. Aber ist die Krankheit gar nicht so selten. Von 300 Frauen trifft es eine bis zwei. Und ist das gefährlich? Ja. Das ist akut lebensbedrohlich. Durch die Zerstörung von Blutbestandteilen kann es zu einer Mangelversorgung der lebenswichtigen Organe kommen. Gleichzeitig tritt eine Gerinnungsstörung auf und es kommt zu schweren inneren Blutungen. Wir konnten Ihre Frau jetzt soweit stabilisieren, aber die nächsten 3-4 Tage werden äußerst kritisch sein. Kann ich zu ihr? Nein, Herr Vogtländer, es tut mir leid, aber Ihre Frau braucht gerade emotionale Sicherheit. Es mag komisch klingen, aber es ist aus medizinischer Sicht ein wichtiger Bestandteil der Therapie, die wir jetzt einleiten. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Krankheit kommt aus dem Nichts und was hilft es? Wohlfühlen. Ja, das ist auch für einige Ärzte unerklärlich, aber erwiesenermaßen ist die Psyche hier von entscheidender Wichtigkeit. Und Sie sagen mir gerade, dass ich nicht hilfreich bin. Sehen Sie das auch so? Wann wurde denn Ihr Baby das letzte Mal gewickelt? Ja, das weiß ich nicht. Das macht meine Frau immer. Dann wird's Zeit. Hey. Ja, dass du so schnell anrufst, hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich auch wirklich zusammengerissen, aber es ging nicht anders. Okay. Sollen wir ein Stück gehen? Ja, sehr gern. Hallo, Frau Vogtländer. Tanja Ewald, ich bin's, Ihre Gynäkologin. Bin ich im Krankenhaus? Ja. Wir passen hier gut auf Sie auf. Bostam? Er ist hier, mit Ihrem Mann und Dr. Kleist. Ich muss ihn doch stillen. Tom bekommt jetzt erstmal Milchfläschchen. Und wenn Sie wieder fitter sind, können Sie weiter stillen. Es geht ihm gut. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Sie können sich jetzt entspannen. Ich hab Tom gewickelt. Und er hat's überlebt. Darf ich mich setzen? Ich werde euch beide nie wieder im Stich lassen. Definitiv. Ich habe den Vertrag unterschrieben und abgeschickt. Und das heißt, dass ich demnächst in Tübingen arbeiten werde und wenn alles gut geht, dort auch meine Doktorarbeit schreibe.
Das heißt natürlich, dass sich hier zu Hause einiges verändern wird. Aber das scheint ja kein Entsetzen auszulösen. Dann können wir noch mal über den Haushaltsplan neu verhandeln, oder? Nein. Eure Unterstützung ist großartig. Und ich wollte mich dafür bedanken. Ja. Ich freue mich für dich, Mama. Wie fühlst du dich? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, Christian. Wovor denn? Schaffst du schon. Das meine ich nicht. Ach so, du meinst uns? Mhm. Wieso? Wir haben doch ganz andere Sachen geschafft. Hm?